Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute, ihr seht es, in etwas anderer Umgebung. Mein Sommerurlaub neigt sich dem Ende entgegen und das hat auch das Wetter so gesehen. Leider macht das jetzt in den letzten Tagen nicht mehr so ganz mit, aber ich will mich nicht beschweren, wir hatten richtig Glück. Und da es jetzt draußen auch gerade ein bisschen laut ist und ungemütlich, wollte ich dieses Video dann einfach hier drinnen im Wohnmobil drehen. Ich möchte nämlich zum Abschluss noch ein Pocket Dump machen, also ein kleiner EDC-Check Urlaubs-Edition. Was hatte ich diesen Urlaub so alles dabei? Was habe ich gebraucht? Was fand ich gut? Was fand ich schlecht? Und wenn dich das interessiert, bist du herzlich eingeladen, dir dieses Video anzuschauen. Und lass gerne auch einen Daumen nach oben da, wenn dir der Quatsch auf diesem Kanal gefällt. Oder abonniere ihn sogar, das würde mich riesig freuen. Ganz kurz, damit ihr einordnen könnt, was ich warum wie so mithabe. Wir werden jetzt knapp 3 Wochen unterwegs gewesen sein. Das ist also die Gesamtreisedauer und wir sind nach Schweden gefahren. Jetzt mittlerweile bin ich hier schon wieder auf dem Rückweg in Dänemark, denn wir sind circa eine Woche mit dem Wohnmobil hochgetingelt, hatten dann nördlich von Karlstad, also zwischen Sunne und Torsby, hatten wir ein Ferienhaus dann für eine Woche und sind von da aus dann noch einmal kurz mit dem Wohnmobil wieder hoch nach Mora und dann langsam Stück für Stück wieder runter eine Woche lang. Und ja, so war es also eine Mischung aus Campingurlaub im Wohnmobil, aber auch viel draußen sein generell, weil wir immer nach Plätzen gesucht haben, die irgendwie im Wald und einsam sind. Das hat meistens auch recht gut geklappt. Da war ich positiv überrascht. Man merkt ja immer wieder, dass es doch ziemlich überlaufen ist, aber wir haben viele schöne Stellen gefunden, wo wir einfach komplett alleine für uns mitten in der Natur stehen konnten. Und ja, das war auf jeden Fall sehr schön und angenehm. Und zusätzlich halt die Woche noch im Ferienhaus. Auch die haben wir ganz bewusst dafür genutzt, möglichst viel einfach um das Haus herum irgendwie zu sein. Wir wollten gar nicht so viele Tagestouren machen, um das wirklich auszukosten, da zur Ruhe zu kommen. Und dieses Haus war komplett in der Einsamkeit, mitten im Wald. Wasser mussten wir aus dem Brunnen holen, Strom nur über Solar. Es war richtig schön. Keine Nachbarn, kein Nichts, man hat eine Woche lang keinen anderen Menschen gesehen. Und wir haben die Woche über eigentlich fast durchgehend draußen verbracht, im Garten, Lagerfeuer gemacht, über offenem Feuer gekocht und ja, einfach eine schöne Zeit gehabt. Das jetzt als Background, um einzuschätzen, was und warum ich welche Sachen mitgenommen habe. Legen wir also los. Anfangen, also solche Sachen wie Portemonnaie, Handy, aber auch Schlüssel nehme ich mal als selbstverständlich an. Taschentücher auch immer am Mann bei mir, aber ja, da müssen wir jetzt nicht groß und weiter drüber reden. Am Autoschlüssel hatte ich dann zusätzlich aber noch mein kleines Victorinox, den Rambler, und da habe ich tatsächlich auch relativ häufig die Pinzette gebraucht. Ich habe nämlich einmal eine Scherbe, 2 oder 3 Mal einen Splitter gehabt. Ja, also da musste ich schon relativ häufig mal mit rumpuppeln und war dann immer froh, dass ich den noch mit am Schlüsselbund hatte. Das lag auch daran, dass ich dieses Mal entgegen meiner Gewohnheit kein normales Victorinox dabei hatte, beziehungsweise am Mann hatte. Denn, ja, da kommen wir aber gleich zu. Also, das war schon mal ganz nützlich. Was ich zu Hause eigentlich fast nicht mehr trage, aber jetzt im Urlaub wieder gerne dabei hatte, ist mein Paracord-Armband. Einfach dann bei Wanderung und sowas im Notfall die Möglichkeit zu haben, da noch mal ein bisschen Schnur, um einen Rucksack zu flicken, Notschnürsenkel oder sowas. Dafür fand ich das so ganz schön und deswegen kam das jetzt im Urlaub mal wieder täglich in den Einsatz. Des Weiteren hatte ich auch wie immer mein Zippo dabei. Das ist in meinem Fall aber natürlich eher Talisman als tatsächlich ein Feuerzeug. Ich habe es natürlich auch als Feuerzeug benutzt, aber ja, das habe ich einfach sowieso immer dabei. Und was mal ein bisschen außergewöhnlich war, was ich aber austesten wollte, der Feuerstahlhalter an der Kette von Reini Rossmann bzw. Knives 4. Das hatte ich ja schon mal vorgestellt, dass ich das zugeschickt bekommen habe. Und ich hatte auch schon in einem anderen Video dazu erzählt, dass das jetzt nicht so mein Ding ist, sowas die ganze Zeit irgendwie dabei zu haben. Ich wollte dem aber mal eine Chance geben und habe gedacht, Mensch, warum nicht? Ich habe jetzt im Urlaub mehrfach am Tag Gaskocher angeschmissen. Ich habe ständig Lagerfeuer gemacht. Also ich brauchte irgendwie immer mal einen Zündfunken. Aber natürlich hätte ich das mit dem Feuerzeug machen können. Aber einfach aus Spaß an der Freude macht man das dann natürlich gerne mit Feuerstahl. Und dementsprechend habe ich das Teil dann die ganze Zeit dabei gehabt. Um den Hals und auch viel benutzt. Sieht man hier auch, er lässt auch langsam so ein bisschen an Spannung nach. Aber es hält noch, das ist in Ordnung. Ja,
War schon schön, das die ganze Zeit dabei zu haben. Am Hals hat es mich sehr schnell gestört. Ich mag es weder unterm T-Shirt noch über dem T-Shirt. Das ist einfach nicht mein Fall. Aber das ist eine reine Geschmackssache. Für mich war das so jetzt nichts. Hab's dann eine Zeit lang einfach dann auch in der Hosentasche getragen. Da hat man dann mit der Kugelkette natürlich zusätzlich die Möglichkeit, das Ganze zu sichern. Und das ist dann ja auch nicht schlecht. Das war jetzt, wie gesagt, eher eine Spielerei, beziehungsweise ich habe gedacht, immer erzähle ich, dass das nicht mein Fall ist, aber wirklich ausprobiert habe ich es noch nie. Probier es doch jetzt mal aus und habe das so jetzt einfach mal wirklich den ganzen Urlaub am Mann gehabt, um herauszufinden, hat es vielleicht doch irgendein Benefit, an den ich vorher gar nicht gedacht habe. Aber wie gesagt, nicht so ganz mein Fall. Und dann kommen wir zur Taschenlampe. Meine Sofern SC32 habe ich auch hier schon mal vorgestellt. Wenn dich das interessiert, schau da gerne ins Video rein. Sehr coole, kleine, sehr taugliche Taschenlampe, die ordentlich Helligkeit bringt. Habe ich tatsächlich auch relativ viel gebraucht. Ständig ist man hinten im Wohnmobil mal im Kofferraum am Rumräumen und sucht da irgendwelche Sachen raus und aus Kisten oder was weiß ich. Da habe ich sie tatsächlich mehrfach gebraucht, aber auch so im und um den Garten und so. Es ergab sich einfach ständig mal der Bedarf, dass ich eine Taschenlampe brauchte, und da war ich sehr froh. Also die habe ich in diesem Urlaub tatsächlich mehr genutzt, als ich das normalerweise im Alltag brauche, und da habe ich ja auch schon oft eine dabei. Und dann kommen wir zu Messern und so weiter. Durchgehend dabei hatte ich meinen Leatherman Wave. Und darüber war ich auch ganz froh. Das ist der Grund, warum ich dieses Mal keinen Victorinox dabei hatte. Meinen geliebten Handyman habe ich nicht mitgenommen, weil ich einfach eine größere und tauglichere Zange haben wollte, um im Fall der Fälle vielleicht, falls irgendwelche kleineren Reparaturen denn doch mal anfangen, was bei, an einem Fahrzeug natürlich immer sein kann, aber auch an dem Haus, wollte ich einfach etwas größeres, etwas solideres Werkzeug haben. Daher der Leatherman Wave. Und ja, zum Glück habe ich ihn gar nicht so viel gebraucht. Am meisten benutzt habe ich tatsächlich die Säge, die kam oft zum Einsatz, und auch die Schere habe ich häufiger benutzt. Aber jetzt die Zange oder die Schraubendreher, also die klassischen Werkzeuge jetzt in dem Sinne, habe ich zum Glück gar nicht gebraucht. Darüber war ich auch nicht unglücklich. Aber lieber haben als brauchen, so ist es ja generell bei dem gesamten Thema EDC. Den hatte ich durchgehend in der linken Hosentasche, und in der rechten Hosentasche hatte ich dann mal ganz klassisch ein Opinel. Ich wollte so ein bisschen rustikaler wieder unterwegs sein. Ich habe viel geschnitzt und so weiter, das war mir auch schon vorher klar. Und daher habe ich gedacht, so schön urig, so ein bisschen im schwedischen Wald unterwegs, da finde ich eigentlich so ein schönes, kleines, taugliches Taschenmesser wie dieses Opinel Nummer 9, das ich mir vor einiger Zeit mal umgeschnitzt habe und noch so ein bisschen an mich angepasst. Seitdem gefällt es mir eigentlich noch besser. Ist von allen Opinels, die ich habe, eigentlich mein Lieblingsmesser mit der Carbonklinge. Taugt zum Feuerstahl anreißen, absolut super, und daher habe ich es da dann auch viel benutzt. Kann man aber auch super mit schnitzen, gleichzeitig natürlich auch für die Lebensmittelzubereitung auch geeignet. Also das hatte ich viel im Einsatz, und ja, manchmal kann es auch einfach so ein ganz günstiges, schlichtes Opinel sein. Und ich habe mich tatsächlich richtig gefreut, das so dabei gehabt zu haben. Hat mir Spaß gemacht, das mal wieder ausgiebig zu benutzen. Im Alltag, so benutze ich meine Opinel eigentlich gar nicht mehr so häufig. Da hat man dann ja auch andere Auswahl. Aber habe ich mich diesmal bewusst für entschieden und hat mir auch gut gefallen. Und das Ganze wird vielleicht auch der ein oder andere erkennen in meinem Magnet-Steck-Etui aus Leder von Böker. Das habe ich mir ja für mein Otter-Ankermesser gekauft. Aber auch das Opinel passt da super rein und war dann somit rechts in der vorderen Hosentasche immer gut gesichert. Man kann es schnell und einfach rausziehen und dann benutzen. Hier brauche ich das auch nicht irgendwie tip-up und was weiß ich, weil ich ja den Viroblock sowieso dann erst entriegeln muss. Es war einfach schön, damit dann auch das Handy so ein kleines bisschen zu schützen. Der Hauptsinn eigentlich dieser Ledertasche für mich, und das Ganze dann einfach an Ort und Stelle in der Hosentasche zu haben. Das hatte ich die erste Woche durchgehend am Mann, und auch nachdem wir das Haus wieder verlassen, hatte ich es durchgehend am Mann. Aber für die Woche im Ferienhaus hat es Pause gehabt, kam in die Tasche. Da hatte ich nämlich Lust auf ein feststehendes Messer. Deshalb habe ich die Woche da, weil man ja auch nicht durch irgendwelche Läden dann läuft oder so und sich nicht darum Sorgen machen muss, dass man bei irgendwem negativ auffällt, hatte ich von morgens bis abends durchgehend ein großes feststehendes Messer am Gürtel. Und das war zum einen das Irbis von Reini Rossmann und
das Utgard Signature von Ereson Customs. Die beiden habe ich eigentlich im Wechsel durchgehend am Gürtel gehabt. Ich habe sie auch davor und danach natürlich immer weiterhin noch benutzt, aber da hatte ich sie dann einfach nicht mehr am Gürtel, dafür dann das Opinel. Aber diese Messer wollte ich endlich mal ausgiebig testen, richtig viel damit arbeiten. Außerdem sind es sehr taugliche Messer für all die Arbeiten, die ich da so hatte, die ich zu verrichten hatte. Und ja, somit hatten die eigentlich die Hauptarbeitszeit bei mir und haben sich dafür auch gut geschlagen. Toll für die Lagerfeuervorbereitung, toll auch, um mal eine Scheibe Brot abzuschneiden, ordentliche Größe, solide, um damit einfach ein bisschen zu werkeln, aber auch schön, um abends am Lagerfeuer zu sitzen und so ein bisschen vor sich hinzuschnitzen. Also diese beiden Messer haben mir auch riesige Freude bereitet, war eine gute Wahl und ja, ist dann ja irgendwie auch cool, mal so eine Woche lang wirklich von morgens bis abends das Messer am Gürtel und alles damit zu machen. Es war für mich persönlich einfach ein super schöner, erholsamer und naturlastiger, so ein bisschen bushcraftiger Urlaub. Das hat einfach Spaß gemacht. Aber, und das ist das Letzte, was hier in meinem Pocket Dump EDC für den Urlaub noch fehlt. Und das haben wir tatsächlich auch ziemlich viel gebraucht. Dementsprechend kann ich euch nur noch eine leere Flasche präsentieren. Mücken- und Zeckenmittel. Das hier war noch über, wir haben aber auch noch anderes. Mücken waren tatsächlich dieses Jahr gar nicht so sehr das Problem. Wir waren an zwei Spots, wo es wirklich viel war, wo man abends nicht so richtig gut draußen sitzen konnte, nur mit Kapuze um und sowas. Wir haben es dann trotzdem gemacht, aber sind dann auch irgendwann mal rein ins Wohnmobil. Aber ansonsten haben die Mücken uns wirklich verschont. Bei dem Ferienhaus mitten im Wald hatte ich große Sorge, weil rundherum hochstehendes Gras war. Da hatte ich eigentlich schon Sorge, dass wir es da gar nicht aushalten werden im Garten. Nichts los, aber Zecken ohne Ende. Aber kein einziger Zeckenbiss. Ich weiß nicht, was da los war. Offensichtlich wirkt dieses Zeug richtig gut, denn ich habe noch nie so viele Zecken gesehen, aber kein einziger von uns hat irgendeinen Zeckenbiss gehabt. Wir haben ein- bis zweimal täglich ganz routinemäßig eine Zeckenkontrolle gemacht. Aber ja, wir sind alle verschont geblieben. Und ich habe so viele Zecken an mir rumkrabbeln sehen. An der Gießkanne, die ich dann kurz abgestellt habe, mit einmal rannte darunter wieder eine Zecke rum. Und mördergroße Teile. Tja, kenne ich aus Deutschland eigentlich anders. Da habe ich immer mal eine Zecke, sehe sie aber vorher nie. Hier habe ich die ganze Zeit Zecken gesehen, aber zum Glück keine gehabt. Und dementsprechend war es wahrscheinlich wirksam und richtig, dass wir uns jedes Mal ordentlich mit Insektenspray eingesprüht haben. Ja, so ist es dann ja auch in Ordnung. Das war mein EDC für den Urlaub. Vielleicht war das ja für den einen oder anderen von euch interessant oder unterhaltsam. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch im Urlaub seid oder Urlaub vor euch habt, dann wünsche ich euch einen schönen Urlaub. Aber auch ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sommer. Genießt die Zeit und ja, wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Bis dahin, hey, hey!